E-Autos können auch in der kalten Jahreszeit Vorteile mit sich bringen. Die Standheizung, welche das Auto vortemperiert, möchte kein Autofahrer missen. Aber genau hier findet man bei falscher Bedienung auch die ersten Stromfresser. Prinzipiell ist es so, dass wir im Winter viel mehr Energie brauchen wie im Sommer und das liegt einfach daran, dass wir wesentlich mehr heizen. Das können wir super optimieren mit einem Vorkonditionierungsprogramm. Das bedeutet, man kann ganz bequem von der App aus das E-Auto starten, im Carport oder in der Garage, wenn es noch angesteckt ist, weil dann wird das Auto vorgeheizt und die Energie wird aus dem Netz gezogen und nicht aus der Batterie. Grundsätzlich benötigen E-Autos im Winter mehr Energie als im Sommer. Das liegt auch an der Batterie. Die Leistung kann bei Minusgraden um bis zu 20% sinken. Was nach viel klingt, hat im Alltag kaum Auswirkungen. Bei einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 35 Kilometern und einer Reichweite von 300 Kilometern kommt man locker ans Ziel. Dennoch kann man so manches beachten, um die Reichweite zu optimieren. Eine weitere Möglichkeit, Energie zu sparen, ist zum Beispiel, wenn man das Auto auf Eco-Modus stellt oder unter anderem, wo die Fahrweise anpasst, indem dass man rasantes Fahren vermeidet und auch rasches Beschleunigen. Das kostet nämlich auch sehr viel Energie. Auch wer mit dem E-Auto über längere Zeit bei eisigen Temperaturen im Stau steht, muss sich keine Sorgen machen, dass die Akkuanzeige gleich gegen Null geht. Bei eisiger Kälte stundenlang mit dem E-Auto im Stau zum Steuern ist absolut kein Problem. Man braucht auch gar keine Angst haben, dass die Anzeige gleich Null geht. Und dort kann man ganz einfach Energie sparen, indem man zum Beispiel die Innenraumheizung deaktiviert und die Sitzheizung und Lenkradheizung aktiviert. Die eigene Fahrweise spielt, wie auch beim Verbrennungsmotor, eine wesentliche Rolle im Energieverbrauch. Kräftige Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten brauchen nämlich viel Energie. Mit diesen Tipps steht einer sicheren Fahrt durch den Winter nichts mehr im Wege.